Achtung, Jake. Dieses Terminal verschickt keine Kennung an den Angerufenen, weil du von einem öffentlichen Gerät aus anrufst. Möchtest du trotzdem fortfahren? Ja. Okay, Jake. Was kann ich für dich tun? Ich möchte Polizeiakten einsehen. Okay, Jake. Welche Akte willst du einsehen? Zeig mir die Akte von Alabama, Kate. Interessant. Gegen Kate liegt ein Haftbefehl vor. Ich könnte ihr anbieten, darüber hinwegzusehen. Wenn sie das nicht zum Reden bringt, dann weiß ich auch nicht. Na, Süßer, schau mal her. Ich sehe nach einer Menge Spaß aus, oder? Und für 1500 in bar haben wir gemeinsam Spaß. Kennst du ein Mädchen, das Rose heißt? Rose, ja. Die ist tot. Ich würde gerne wissen, wo sie gewohnt hat. Du bist Cop, hä? Bekommst aber trotzdem keine Infos von mir umsonst. Kann ich mir nicht leisten. Ich brauche das Geld. Bezahl mich für eine kurze Nummer und du kannst mich fragen, was du willst. Ohne Aufpreis, okay? Wo sind eigentlich deine ganzen Kolleginnen hin? Heute früher Feierabend gemacht? Verkriechen sich, was sonst? Sind schon ein paar zu viele von uns verschwunden. Wenn ich nicht das Geld bräuchte, würde ich auch erst mal eine Weile weg von der Straße. Nicht ganz billig sein, Leben als Junkie, was? Ich wüsste nicht, was dich das angeht. Typen wie du haben immer leicht reden. Fester Job, schicke Wohneinheit und Frauchen kocht zu Hause. Und immer schön mit dem Finger auf andere zeigen. $1,500 für eine Nummer? Lächerlich. Wieso? Das ist der normale Straßentarif. Eigentlich müsste ich die Preise anheben bei dem Risiko, das ich im Augenblick habe. Außerdem brauche ich das Geld. Für Drogen. Oh Mann. Okay, hör zu. Ich mache dir das Alabama Kate Special. Für $1,200 darfst du mit mir alles anstellen, was dir einfällt. Mit Gummi. Und für 1.800 ohne. Na, sind wir im Geschäft? Nein, danke. Ich habe meine Spielsachen schon immer ungern mit anderen Jungs geteilt. Wie viel nimmst du für eine kleine Unterhaltung? Ich habe ein paar Fragen an dich. Ich brauche Informationen über deine Freundin Rose. Verstehe. Okay, der Spaß kostet dich $1,500 und keinen Cent weniger. Cash. Und zwar gleich. Ich zahle oben, sonst verschwindest du mir mit dem Geld noch in irgendeinem Loch. Wie du meinst. Aber ist Geschäft noch Geschäft, dich... Hey, was ist los mit dir? Muss ich einen Arzt rufen? Nein. Ich bin bloß... Dieses Rainbow Cloud macht mich fertig. Ey, Mann, tu irgendwas! Mir krampft sich alles zusammen. Ich brauche... Verdammt, warum bekomme ich immer die Irren ab? Eine Nutte auf Turkey, das hat mir gerade noch gefehlt. Na komm, hier liegen lassen kann ich dich ja schlecht. Ich trag dich nach oben, okay? Ich interpretiere das mal als ein Ja. Hier kannst du erstmal liegen bleiben. Jetzt muss ich nur noch eine Möglichkeit finden, dir wieder einen halbwegs klaren Kopf zu verschaffen. In dem Zustand bekomme ich nichts aus ihr raus. Bei Nutten habe ich kein glückliches Händchen. Entweder sie stürzen sich aus dem Fenster oder sie brechen mir zusammen. Wie kriege ich die jetzt wieder fit? Am besten ich frage mal Patricia. Schwesterchen sollte sich als Ärztin mit Drogen auskennen. Sicher weiß sie auch über Rainbow Cloud Bescheid, auch wenn es dieses Dreckszeug noch nicht lange gibt. Man findet die armen Schweine, die darauf reingefallen sind, ja momentan an jeder Straßenecke.